Also, ich selber muss sagen, habe ich jetzt noch nicht so davon gehört. Es gibt sicher Studien, wo man versucht hat, das festzustellen. Aber meist ist es so, dass man den Leuten Omega-3-haltige Nahrungsmittel gegeben hat und dann die Auswirkungen untersucht hat auf Hirnleistung und ähnliches. Ich weiß nicht, ob es jemandem sonst bekannt ist. Es ist generell schwer zu messen. Auch bei Tryptophan kommen schon die Fragen, wie viel muss ich denn zu mir nehmen, damit ich vielleicht genügend Tryptophan habe. Das sind ja Stoffe, die sind sozusagen eine Vorstufe, eine Aminosäure, die mit vielen anderen dann zusammen das Serotonin bilden. Und weil so viele Prozesse im Körper Einfluss drauf nehmen, kann man schlecht sagen, genau so und so viel braucht man. Bei Tryptophan zum Beispiel hatten wir herausgefunden, dass man sagt, ungefähr 3,5 bis 6 Milligramm Tryptophan pro Kilogramm Körpergewicht. Gleichzeitig heißt es aber auch, der Tryptophanbedarf kann von Person zu Person oder Lebenssituation ganz unterschiedlich sein. Also das kann sehr schwanken. Deswegen sage ich mir, wir wollen ja ganz oft auf der sicheren Seite sein und wissen, wie viel Milligramm brauche ich davon, wie viel davon. Und die Fleißigen setzen sich hin und versuchen auszurechnen, was genau muss ich verzehren. Ich möchte Ihnen einfach Mut machen, dass Sie da nicht in Ängste geraten oder denken, ich muss jetzt hier immer alles durchrechnen. Wenn Sie diese Nahrungsmittel berücksichtigen und in Ihren Plan einbauen, die ich genannt habe, und viele, die sich vollwertig ernähren, tun das ja bereits, muss keine Sorge darum bestehen. Und ganz oft ist es auch, wo Dinge auf unsere Seele drücken, nimmt auch der Körper schlechter diese Dinge auf. Also man hat auch festgestellt, Menschen, die mit Konflikten zu tun haben und eine Art Bitterkeit empfinden oder Wut empfinden, dass da zum Beispiel die Fähigkeit des Körpers vermindert scheint, Serotonin zu speichern. Der verliert seine Speicherfähigkeit. Dann kann man natürlich versuchen, mit der Nahrung viel zuzuführen, aber es scheint so zu sein, dass wenn Menschen dann Schritte der Vergebung gehen oder lernen, wie kann ich einen Konflikt lösen, auf einmal der Körper diese Speicherfähigkeit wieder gewinnt und dadurch auch der Serotoninspiegel wieder steigt. Und das, denke ich, sind so ganz wichtige Faktoren auch im Auge zu behalten. Dass oft, wo man merkt, mir schlägt was auf den Magen, ist eben an Dingen liegt, die uns bewegen und in unserem Herz beschäftigen. Da ist es wichtig, dort Hilfe zu suchen oder zu schauen, wem kann ich mich anvertrauen, wer kann vielleicht mir einen Rat geben oder mir helfen oder mich begleiten. Es sind natürlich viele Punkte, die auch hier generell gut sind, gerade im pflanzlichen Bereich auch, weil all das auch basisch wirkt im Körper, so einer Versäuerung entgegenwirkt. Und es gibt auch Punkte, wo es manchmal im Zusammenhang steht, auch mit Dingen, die uns belasten oder beschäftigen. Auch da lohnt es sich manchmal, in diesem Bereich mitzugucken. Aber auch diese Ernährung wäre dafür sehr positiv. Genau, also es gibt, das eine ist direkt, glaube ich, eine Melatoninkur, die man machen kann für eine gewisse Zeit. Und dann gibt es auch das sogenannte Agromelatonin. Das ist praktisch ein hergestellter Stoff, der an diese Melatoninrezeptoren andockt, um sozusagen eine melatoninähnliche Wirkung herzustellen, dass Leute besser einschlafen. Also ich sag mal, bei schweren Schlafstörungen kenne ich Menschen, die so für 14 Tage so eine Melatoninkur gemacht haben, die ihnen ein bisschen geholfen hat. Manchmal ist es ja auch so, man kommt einfach aus dem Schlafrhythmus ein Stück raus, wo auch dieses Agromelatonin ziemlich gut sein kann, dass Leute sagen, ich schlafe leichter ein. Ist es aber so, dass die Schlafstörung darauf beruht, dass einen Dinge intensiv beschäftigen oft oder die für einen noch ungelöst sind, können die manchmal den Anstoß geben, der aber alleine oft nicht so ausreicht. Dankeschön für die Anmerkung. Also tatsächlich, Melatonin wird natürlich auch beeinflusst, auch die körpereigene Produktion durch verschiedene Dinge. Und manchmal ist es tatsächlich, oder es ist auch so, dass zum Beispiel Beta-Blocker oder diese Benzodiazepine, die gerne in Notfällen gegeben werden, wo das ganze Gehirn so runterfährt, dass man richtig ausgenockt in den Schlaf fällt. Die tun wirklich unsere Melatoninproduktion, unsere körpereigene, um bis zu 95 oder gar 99% reduzieren.
Ja, das ist so der Widerspruch, dass es kein Schlafmittel auf dem Markt gibt, wo man sagt, das kann man uneingeschränkt empfehlen oder das ist dauerhaft gut und es macht Ihnen dauerhaft einen guten Schlaf. Es ist so, dass man sagt, am idealsten scheint noch ein Antidepressivum zu sein. Manche kennen vielleicht Mirtazapin oder ja, so, die so ein bisschen runterfahren und die praktisch auch über längere Zeit gut genommen werden können und ein bisschen den Schlaf anstoßen. Alles andere ist mehr so eine Notfallmedikation, wenn Leute in einer akuten Krise sind, dass man sagt, dass sie mal eine Nacht wieder schlafen können. Ansonsten ist der beste Weg, unseren eigenen Körper mit den notwendigen Stoffen zu versorgen, dass er selber sein Melatonin produziert und die anderen Hormone, die in uns zu diesem Schlaf führen. Ich sag mal generell, sofern natürlich das den Verzehr oder die Anwendung betrifft, ist es immer was Pflanzliches, was man sehr gut empfehlen kann. Es ist jetzt nichts, wo mir eine spezifische Wirkung direkt auf irgendwelche Depressionsprobleme bekannt ist. Aber alles, was natürlich ist oder ob Sie ein Brennnesselgetränk machen, ob Sie sich einen Möhrensaft pressen oder alles, wo so diese Antioxidantien drin oder diese natürlichen Stoffe sind natürlich hilfreich, auch in der Depression, damit der Körper Dinge bewältigen kann und eine gewisse Energie auch wieder bekommt. Mit der Hand ist natürlich die Frage, welche Fertigprodukte man vorher schon nutzen will. Ein guter Ersatz, den Sie sicher auch schon kennengelernt haben, ist ja dieses Karob oder Karobpulver, was jetzt nicht unbedingt wie Schokolade schmeckt, aber was zumindest so braun aussieht, gesunde Antioxidantien hat. Und das heißt, man muss es mit Zutaten verrühren, die Ihnen so einen Geschmack machen. Also gerade die angesprochene Nougat-Creme ist was ich sehr gerne esse. Wenn man mal überlegt, was ist denn so in Nutella drin? Da steht ja zumindest drauf Haselnüsse. Also wenn man so eine Art Haselnussmus hat und man rührt dort einfach so ein bisschen Karobcreme rein und vielleicht für einen Geschmack, nicht Karobcreme, sondern dieses Karobpulver und dann vielleicht noch so ein bisschen Karopulver vom Karo-Kaffee. Ja, der hat ja auch durch diese Zikorien, durch diese Gerste so ein bisschen so einen Geschmack. Und wer es ein bisschen süß macht, macht noch ein bisschen Honig ran. Dann hat man tatsächlich diesen Haselnussgeschmack und man hat auch eine gewisse Süße und das sieht schön braun aus, ja, oder so wie wir es sonst kennen von den Aufstrichen und dann hat man so eine Art Nougat-Creme, nur die uns wirklich mit guten Sachen beliefert. Wir müssen sehen, unser Auge isst mit, also wenn wir gewohnt sind, dass Schokolade braun ist, dann ist es gut, wir machen auch Dinge, die so ein bisschen bräunlich aussehen. Und wenn wir gewohnt sind, es ist vielleicht ein bisschen süß, dass wir gucken, wie ersetzen wir es durch eine natürliche Süße. Also Vitamin D ist ein sehr gutes Stichwort. Tatsächlich ist es oft so, dass wir in einen Vitamin D-Mangel kommen oder es für uns nicht ausreichend ist. Hier ist vielleicht, naja, hätte fast gesagt, hier ist ein bisschen mehr Sonne als im Norden, habe aber gehört, dass dieses Jahr in Mecklenburg das Wetter am schönsten gewesen sein soll. Aber man hat schon festgestellt, dass selbst in unseren Breiten hier in Deutschland für viele oft die Sonneneinstrahlung so das Jahr über nicht ausreichend ist und mit zunehmendem Alter auch die Fähigkeit des Körpers, so das Vitamin D aufzunehmen, oft reduziert ist. So dass teilweise sogar empfohlen wird, so ab dem 50. Lebensjahr regelmäßig Vitamin D zuzuführen. Ich denke, es ist sinnvoll, Vitamin D-Spiegel zu kontrollieren. Ein guter Ersatz, also von pflanzlichen Produkten her, sind ja diese Shiitake-Pilze zum Beispiel sehr bekannt, wo man sagt, da haben wir eine pflanzliche Vorstufe dort mit drin. Es ist auch gut, selbst im Winter, wenn man kann, rauszugehen, dass die Sonne aufs Gesicht und auf die Hände scheinen kann, dass man sagt, allein diese Fläche ungefähr ist ausreichend, so ein bisschen die Zähne zu zeigen, weil auch darüber es sozusagen aufgenommen wird. Und tatsächlich, wenn man merkt, die Stimmung geht runter und es hat mit dem Licht zu tun, dass man dann so eine Lichtlampe in Erwägung zieht. Ich kenne es bei etlichen unserer Patienten von den Kuren, die dann eine Lichtlampe bekommen haben, dass sie regelmäßig, wenn sie merken, jetzt wird es draußen dunkler, früh diese Lichtlampe nehmen und tatsächlich einen positiven Effekt verspüren.
Das wäre zu erwägen. Sie kennen es vielleicht von den Norwegern, die haben richtige Lichttankstellen, wo die immer wieder ranfahren und dann sind die da eine halbe Stunde drin, weil sonst würden die irgendwie alle im Winter sonst eine Depression kriegen oder sehr viele davon.